Bitches love cake. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, Captain Dan. So, Tagchen Leute, was geht mit euch, meine Zockerfreunde und YouTube-Liebhaber, Mr. Joypad ist auch wieder am Start. Jo, was geht ab, euer Master Format Gaming TV ist wieder am Start und heute mit einem Let's Talk mit Mr. Joypad HD und Captain Dan. Jo, wieder mal, nach langer Zeit, endlich mal wieder ein bisschen Let's Talk About. Ja, und über was wollen wir heute reden? Das letzte Let's Talk war ja auch schon eine Weile her und heute hat auch mal wieder teilweise was mit COD zu tun, also das erste Thema zumindest, und zwar haben wir uns gefragt, wieso zocken wir kein COD mehr oder hauptsächlich eigentlich Black Ops 2 bei mir zumindest. Ja. Das zocken wir nicht mehr. Ja. Ich zock's auch nicht. Das ist, ja, ich zock's, also ich hab's heute mal wieder ein bisschen gezockt, aber merk halt einfach schnell, dass einfach da schnell die Lust einfach vergeht. Weil einfach, das große Problem ist einfach, viele kennen jetzt die ganzen Waffen. Das war ja am Anfang noch nicht so war. Ja, weil wenn man COD neu immer kauft, dann kennt man die Waffen nicht. Online spielen und so weiter und so fort, dann kennt man die ganzen Spawns nicht und so weiter. Ja, und dann ist halt einfach das Problem jetzt. Jeder kennt's, jeder weiß, welche Waffe overpowered ist und welche nicht. Ja, und dann quasi machen die Spieler das Game einfach schlecht. Deswegen bin ich auch. Ja, die packen dann halt das aus, was halt gerade so am noobigsten ist. Und dann kommt da zum Beispiel so, scheiß Noobtuber. Okay, Noobtuber gibt es jetzt bei Black Ops 2 nicht so viel wie früher, ja, aber. Gott sei Dank nicht mehr so viel. Ja, eindeutig, weil das hat echt angepisst, wenn dann hier so across the map auf einmal siehst du das Geschoss ankommen und dann bam. Ja, also das ist mir glaube noch nie passiert, aber egal. Doch, ohne Scheiß, ich habe mal mit einem Kumpel gezockt, der hat einfach across the map direkt auf seinen Kopf drauf die Kugel gekriegt. Die ist halt nicht mal explodiert, der hat einfach über die Map geschossen und ist perfekt auf seinen Kopf drauf. Alles war klar. Auf jeden Fall geil. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte eigentlich, also dann beschweren sich ja alle, ja, hier Noobtube-Opfer und so, packen es dann aber selber aus, weil es die anderen ja machen und tun somit die Leute da, also die Noobs unterstützen. Weil wenn jetzt Granatwerfer rausholt oder das eine RPG oder so und nervt ihn dann, dann denkt er, ja, jetzt hol ich den auch raus. Ja. Und dann hat er eigentlich nur noch schlechte gemacht, weil dann kommt der Nächste damit und der Nächste damit und dann tun sie eigentlich, regen sie sich darüber auf und machen es halt selber noch schlimmer. Ja. Das große Problem, was ich auch finde, ist halt einfach auch das YouTube-Ding, was halt wir selber alle auch machen, ist halt einfach, da wird es halt einfach auch vorgemacht, wie man am besten spielen kann und so weiter und so fort. Und die kleinen Kiddies machen es natürlich nach. Das ist dann auch wieder das, ja, wo ich sage, ja, das ist halt einfach, ja, wie schon gesagt, die Spieler machen das Spiel einfach schlecht. Und deswegen hat man einfach irgendwann auch keinen Bock mehr. Und ich bin auch ehrlich, ich habe das letzte Mal ein Video gesehen von Lord Takune. Ja, da hat er auch ein bisschen über das neue COD geredet und dass er es sich nicht holen wird. Ich bin ehrlich, ich werde es mir auch nicht gleich am ersten Tag holen. Wie bei MW3, da habe ich es auch nicht gleich am ersten Tag gehabt. Weil ich einfach sage, es heißt ja, es wird das neueste COD und dies und das und im Grunde genommen wird es wieder das gleiche. Wieso sollten die vom Konzept weggehen, mit dem die ja so viel verkaufen, so viel Geld machen? Deswegen bleiben die ja bei dem gleichen Konzept und werden nicht viel verändern, weil es sich ja trotzdem verkauft. Ja. Sogar wenn es hier so viele aufregt, die kaufen es dann im Endeffekt trotzdem. Wieso sollten sie dann das Konzept ändern und irgendwie was verändern? Ja, das stimmt. Deswegen, aber ich muss sagen, das Konzept so an und für sich haben sie schon geändert bei Black Ops 2 gewaltig mit den Punkte-Ding und so. Das finde ich ja auch sehr gut. Finde ich auch besser. Ich finde das System von dem Spiel echt genial und echt gelungen, aber ich weiß nicht wieso, aber Black Ops 2 ist irgendwie das COD, was mir am schnellsten auf den Sack ging und was ich am schnellsten aufgehört habe zu zocken. Ja. Ich zocke jetzt sogar noch hin und wieder mal MW3 oder ja MW2 eher weniger. Ich mag MW2 ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe nicht, was so viele daran haben. Bestes Call of Duty oder so, mir gefällt es nicht so. Aber also ja, MW2, ich habe es letztes Mal wieder MW2, ich habe es letztes Mal wieder gespielt ein bisschen und so und ja. Keine Ahnung, da muss ich auch dann, ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt,
Ja, weil halt jeder jetzt die Spiele hat und die Spiele werden ja nicht schlechter, die werden ja immer besser. Bei mir ist es so, ich bin der totale COD-Noob, aber sowas vom Feinsten. Da habe ich halt eben, deswegen mache ich auch viele Gast-Gameplay-Sets und da will ich jetzt kurz auch mal zu den Gameplay jetzt hier kommen. Was da läuft, ist ein 58-3 mit Nuklear vom Chris Schalke 04. Und ja, ich weiß nicht. Alle das Gameplay gerade. Also. Ja, genau, nein, das ist nicht. Ja bei okay, allen, das ist ja bei allen, das läuft möchte. Ja bei allen jetzt, bei allen drei Kanälen. Und ja, je nachdem, wie lange wir jetzt noch labern, dann kommt halt noch ein Gameplay, das ist ein 53. 5 Multiteam Deathmatch vom Blich heißt der Kollege. Ja. Und ja, wie schon gesagt, COD läuft bei mir gar nichts mehr so Gameplay-mäßig, deswegen nehme ich lieber Gast-Gameplays jetzt an. Und ja. Ja, das gleiche wollte ich auch noch schnell sagen. Also bei mir für die Commentaries, die ich mache ja jetzt auch noch ein bisschen Let's Play, ein bisschen Abwechslung, aber für die Commentaries, die jetzt kommen, brauche ich auch einige Gast-Gameplays, werde dann auch ein paar Gast-Gameplays zurückgreifen, ja. Weil die meine normal bringen, ist langweilig. Ja, klar. Dauern ja, immer wieder alte. So, dann, was haben wir denn? Ja, so vor Thema kommen? Vor dem Thema oder? Sind wir jetzt eigentlich durch, weil COD-Thema ja. Ist eigentlich teilweise, vor allem auf YouTube, ist er total ausgelutscht, will ja keiner mehr hören, eigentlich. Ja, ja, also und das nächste Thema wäre auch eigentlich ganz aktuell gerade die Hochwasserstände in ganz Deutschland, wo halt Überschwemmung ist und so, ja. Teilweise auch echt heftig. Das ist, also in Passau ist ja am schlimmsten gewesen, ja. Da waren ja 6 Meter, da war es ja 6 Meter über den normalen Stand, ist drüber gegangen, sogar glaube ich bis zum über 6 Meter oder so, und das ist schon richtig heftig, wie viele Familien, wenn man jetzt auch mal überlegt, wie viele Familien da ihre ganze Existenz verlieren, ja. Oder in Passau in der Altstadt zum Beispiel, da die ganzen Läden und so, die sind ja alle überschwemmt, das ist alles im Arsch, das ist, was das für Geld ist. Und ich bin auch ehrlich, die Schäden, die wo da sind, ja. Die sind ja nicht versichert, die sind ja nicht auf sowas versichert. Ja doch, glaube ich schon, aber ich denke, weil es ja heißt, ja, der Staat will da Millionen von Euro, 100 Millionen Euro, das sind niemals 100 Millionen Euro, was da an Schaden gegangen ist. Das sind schon, mehr. Das geht schon ein bisschen höher, glaube ich, denke ich mal. Und, ja, schau mal, die ganzen Städte, wie viele das oft sind. Das sind ja mehrere Städte, nicht nur eine Stadt ja, oder so. Und eben, dann auch die ganzen eben. Häuser, Wertsachen, die da drin waren, das genau. Ist nicht was alles. Die ganzen Menschen und so und ja. Aber hieß es nicht, dass sogar irgendwo was? 12 Meter hoch stand? Ja, aber ja eben. Sechs Meter war es über den normalen Stand quasi. Okay. Quasi, der normale Stand wäre halt 6 Meter, über 6 Meter und es waren ja schon fast 13 Meter oder sowas, das ist ja unglaubliches Ding, das ist ja Wahnsinn, ist ja das. Oh, ja, ich bin froh, dass ich in der Stadt wohne, wo wir einen kleinen Mini-Bach haben, ehrlich gesagt, aber da ist ja auch Überschwemmung gewesen, aber das ist ja halt einfach zu denen, da kann man gar nicht vergleichen und ich finde es schon krass. Und was ich auch krass finde, ist auch immer, es gibt ja auch dann so Leute, so Gaffer-Leute und so, die wo dann gaffen müssen, ja, die wo dann die ganze Zeit zuschauen, ja, was da los ist und dies und das und so, das finde ich auch die richtig schlimm. Auch geil. Ja, die wo sich da richtig drauf aufgeilen, das finde ich auch richtig schlimm, also das sind so Sachen. Klar, ich muss auch sagen, klar, übertreiben die Medien teilweise, weil du hörst ja nichts anderes mehr am Fernsehen oder im Radio, hast nichts anderes mehr gehört. Das ist genauso wie damals mit dem World Trade Center. Irgendwann ist dann der Punkt angelangt, wo ich auch sagen muss, ja, langsam geht's mir auf den Sack, das dauernd zu hören. Es ist zwar krass. Ja, okay, das ist jetzt mit dem World Trade Center schon, da war es natürlich echt viel heftiger. Ja, das war aber, schon heftiger, klar. Das war heftiger, ja, na klar, ja, aber ich meine, ich will jetzt auch nicht irgendwo so rüberkommen, ja, klar. Aber irgendwann, also wenn dann halt jeden Monat immer wieder zweimal gleiche Dokumentation kommt und so, darüber dann finde ich auch irgendwie, haben die einfach schon, Materialmangel oder so, dass die immer wieder das Gleiche bringen. Ja, das hat ja nichts damit... Ja, Matze? Ja, WhatsApp-Nachricht bekommen.
Okay. Jetzt bringt auch mal was dazu bei. Ja. Und ja, wie schon gesagt, man will ja nicht herzlos sein. Ich finde es richtig krass. Ich wünsche es kein, was da passiert ist und so weiter und so fort. Aber die, wie schon gesagt, die Medien tun es dann schon wieder ein bisschen platt treten, dass man dann irgendwann schon wieder so sagt, so, ja, komm, jetzt gehen wir mal langsam auf den Sack mit dem Zeug und so. Aber so an und für sich ist es eine richtig krasse und auch wirklich, würde ich mal sagen, eine aktuelle Sache, was man auch darüber reden muss, da, wo man auch darüber diskutieren muss, wo man einfach sagt, ja, das... Ja, weil sowas wie jetzt hier mit der Überschwemmung, das hat ja Deutschland... Ja. Da hat ja schon die Generation auch, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es früher war, also vor ein paar, vor 100, 200 Jahren irgendwie was war, aber jetzt hat man lang nichts mehr so, ja, ich nenne es jetzt mal Katastrophen. Mäßig hat man was gehört, ja, so, also ja, das da hat schon, es hat schon so ein Ding, wo man sagt so, oh, das ist krass, ja. Ja. Ich glaube, die letzte Überschwemmung, hohe Überschwemmung war vor 5 Jahren, habe ich in den Nachrichten irgendwas gehört oder so. Aber so krass wie da jetzt, ja, das ist halt dann schon, ja. Ja, man hat schon halt immer wieder mal, man hört ja ziemlich viel von den ganzen Katastrophen, Umweltkatastrophen halt, Tornados, Hurricane, was weiß ich, was alles. In Amerika ist da jetzt ziemlich häufig was, aber in Deutschland kam, war da ja auch wirklich noch fast nie was. Und deswegen ist es jetzt auch ganz besonders, weil sich niemand darauf vorbereiten kann. Oder? Ja, ja. Ja, niemand weiß, auch, wie man damit umgeht. Ja, das ist auch so eine Sache, was ich auch richtig krass finde. Wie soll man sowas, wie soll man auf sowas reagieren oder wie kann man auf sowas reagieren? Eigentlich gar nicht, weil du bist total hilflos. Das ist einfach so. Man kann zwar mit den Hilfsmenschen, kann man zwar irgendwie schauen, dass man irgendwie Dämme baut und so, aber mit den Helfern, genau. Kann man zwar versuchen, irgendwie Dämme zu bauen mit Sandsäcken und so, aber im Grunde genommen sieht man ja, dass eigentlich zwar was, ein bisschen was bewirkt, ja, klar, weil dann jeder zusammenhält und so. Ich wäre ehrlich, also ich wäre nicht so einer, der wo dann nur gaffen würde. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich schon so einer, der wo dann wirklich dann auch mithelfen würde. Ja. Denke ich mal. Weil ich einfach sag, ja, eben zu dem Thema, falls dann wieder andere sagen würden, ja, die sind herzlos, wenn man das jetzt gerade gesagt hat. Ich bin ja auch froh, dass das jetzt hier bei uns nichts war. Also wir sind ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie weit über dem Meeresspiegel, wie weit sind wir über dem Meeresspiegel, weißt du das? 200 oder so, keine Ahnung. Ja, okay, also, aber trotzdem, keine Ahnung. Ja, plus, keine Ahnung, das war, durch, das ist wieder so eine, Allgemeinfrage, Allgemeinfragen, da bin ich so und so. Auch der totale Noob. Ja. Wie viele Zähne hat ein Mensch? Wie viele was? Wie viele Zähne? Ey, das weiß ich bei nicht. Ich glaube, ich würde jetzt so oft schnell sagen 22 oder so. Nein, mehr. Echt? Ja, ich weiß jetzt nicht. 32, ja, glaube ich. Macht weiter. Wir sind ja gestern noch so eine komische Frage gekommen, wo ich aber auch gerne in den Kommentaren eure Antworten dazu wissen würde. Oh ja, so. Oh ja, genau. Das würde ich gerne wissen, weil die würden wir dann das nächste Mal vorlesen. Ja. Weil, ja, die, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben über Fahrschule geredet, weil ich ja auch gerade meinen Führerschein mache und dann hat, ich glaube, Joypad hat mich gefragt, was würdest du tun, wenn du so eine richtig geile Fahrschullehrerin hättest und ihr dann Fahrstunde habt und ja, alleine halt hier so rumfährt, was würdest du tun? Also so mit rechts an den Rand fahren oder sowas? Also, ja, das ist eine richtig brisante Frage, oder? Also da bin ich auch mal gespannt, was da für Antworten kommen, für Kommentare kommen. Das ist auch so ein Ding, was mich wirklich interessieren würde, wo ja auch andererseits wieder... Ja, was haben wir denn für Zuschauer? Ja, das ist halt wahrscheinlich wieder so eine Frage, die wo halt eher so jetzt die 18-, 19-Jährigen beantworten könnten, die wo dann auch gerade ihren Führerschein machen und so. Aber mich würde trotzdem... Ja, jünger ein bisschen auch, 16, 17 auch. Ja, 16, 17, aber trotzdem würde mich das echt brennend interessieren. Ja, das würde mich auch echt interessieren. Das würde mich echt interessieren. Also Leute, lasst da bitte Kommentare da, schreibt da bitte mal was hin und so und dann... Das wäre richtig nice. Und wie schon allgemein, würde ich mal sagen, sind wir jetzt eigentlich schon am Ende angelangt, würde ich ja, jetzt mal eine sagen. Eine Frage ist mir irgendwie noch eingefallen, weil, also, weil, ich weiß nicht, irgendwie kennt ihr das, wenn
wenn ihr ins Kino wollt oder halt ein Film im Kino rauskommt und dann kommt ungefähr 3 Monate lang nur Scheiße ins Kino und dann in einem Monat gleich irgendwie so 10 geile Filme. Ja, ja, oh ja. Ja, das kenne ich. Das ist ja auch jetzt wieder aktuell wieder so. Ich meine, jetzt Fast 6 kam raus. Der ist geil. Ja, der ist richtig geil. Der ist gut. Den habe ich auch angeschaut. Der ist richtig gut. Ich verstehe auch nicht, wieso da jetzt alle so voll viele so rumplänen, so Ding, gar nicht mehr Autorennen, nur noch Action. Ja, das also mich stört das jetzt ehrlich gesagt. Das ist ja mit Absicht. Das ist ja schon bei die, das ist ja bei die anderen Teile auch schon so gewesen. Das ist ja ab dem vierten Teil ist ja das dann mehr so Action-Ding, nicht mehr so mit Autorennen und so, das hat er dann eher so, das ist dann mehr Story-bezogen gegangen. Das ist ja dann einfach eher auf die Story gegangen. Ich find's gut, wo ich sagen muss, es war sehr verwirrend, weil man ja eben damals das Ding hatte, ja, Fast and Furious, die übelst aufgemotzten Autos und Unterbodenbeleuchtung und was weiß ich und voll die geilen Karren und so. Ja, auf das will man halt eben... Auf das will man jetzt nicht mehr, das ist ja nicht mehr aktuell. Das war damals, ja, ich sag nur PS2, Need for Speed Underground, Need for Speed Underground 2, Most Wanted. Das waren richtig geile Games damals. Ich würde mich auch darüber übelst freuen, wenn es da mal eine HD-Ding noch machen für die PS3. Ja, das haben die aber eh voll versaut, die Need for Speed-Teile, finde ich. So die alten Underground 2, Most Wanted, die waren noch geil, aber die haben die neuen total versaut, finde ich. Ja. Most Wanted war eh das beste Spiel. Ja, Most Wanted war das beste, finde ich. Ja, das finde ich auch. Und Underground 2, muss ich sagen, okay, das war auch noch ein richtig geiles. Ja, das war aber auch noch richtig cool. Aber jetzt schweifen wir auch wieder ab. Was ich auch noch sagen wollte, ja, okay. Du willst so viel sagen. Ja, du willst so viel sagen. Ich weiß. Wenn man anfängt, dann kann man halt so. Ah, ja, ich aber jetzt war ich eh vergessen, was ich sagen wollte. Warte, lass mich mal, ich habe heute fast gar nichts gesehen. Ja, okay, dann sag du jetzt das. Also, Daniel und ich haben jetzt Sommerferien. Ja, und ich natürlich Urlaub noch. Ich habe noch Urlaub. Ganz Sommerferien, noch nicht, also so teilweise. Wir haben halt jetzt freiwilligen Unterricht. Ja, aber da geht kein Mensch hin. Ja, okay, die, was in mündlich gehen, ich gehe da auch ins Mündliche und dann. Ja, deswegen heißt es ja auch freiwilliger Unterricht. Ja, eben. Genau. Das ist ja auch eigentlich nur für die, die ins Mündliche gehen. Genau. Die ist es halt wichtig. Ja. Für mich. Aber ansonsten, ja. Der Matze hat es ja natürlich schon geschafft. Jetzt können wieder mehr Videos kommen. Immer wieder und mal ein. Real-Life-Videos. Richtig, richtig. Was wir auch noch für unsere Abonnenten sagen wollten, also für mich und für meine und Matzes Abonnenten. Wir haben jetzt vor, auch Real-Life-Videos zu machen und dann auch halt mit Facecam zum Beispiel, wenn wir... Slender oder sowas. Ja, zum Beispiel Slender. Sowieso hatte ich eh schon lange vor, Horror-Games zu zocken mit Facecam. Das wird jetzt auch demnächst folgen. Ich weiß jetzt noch nicht, Matze, wann haben wir vor, unser erstes Real-Life-Video zu drehen? Irgendwann draußen auf dem Skaterpark oder so. Ja, irgendwas. Also da lassen wir uns noch was einfallen. Ja, das war ja sehr informativ. Und falls die im Hintergrund die Videos jetzt nicht mehr gereicht haben, wundert euch nicht. Da sind jetzt für jeden wahrscheinlich so ein Hintergrundbild. Weil ich denke mal, die Zeit ist weit überschritten worden für das, was mir... für die Gameplays gebraucht hätten. Jo. Aber das macht nichts. Wenn ihr uns noch weiter zuhören wollt, dann... Ja, also bewerten nicht vergessen, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ja, natürlich, ja. Auf jeden Fall wieder von jedem auf die Kanäle drauf gehen. Jeder verlinkt die Kanäle wieder in der Videobeschreibung, ist ja klar. Ja, das wäre extrem nett, also wenn ihr auch bei... gegenseitig, also wenn ihr zum Beispiel jetzt jemand bei mir, also die bei mir zuschauen, schaut doch echt gerne wirklich mal bei Matze und Joypad vorbei, würde mich und die auch auf jeden Fall freuen. Jo, und auf jeden Fall. Kommentiert die Frage bitte, das wollten wir auch noch unbedingt. Ja genau, Frage kommentieren und bei mir ist gleich hier meine Abonnenten auch bitte beim Captain Dan und beim Matze Gaming TV wieder vorbeischauen, wo vielleicht neu dazukommen. Ja, das war's dann für mich. Ja, ich denke mal auch, das haben wir jetzt auch mal fertig für heute und ja, falls ihr irgendwie auch Themenvorschläge für die nächsten Let's Talks habt oder so, Anregungen für uns, könnt ihr auch natürlich in die Kommentare schreiben. Ja, auf jeden Fall. Aktuelle Themen sind immer gut zu besprechen. Auf jeden Fall. Und so. Okay, dann ich sag mal dann schon mal ciao, ciao, meine lieben Zockerfreunde und YouTube-Liebhaber. Ich bin raus. Ja, das gleiche geht auch für mich. Also, ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, also, von mir aus jetzt auch. Also, haut rein. Ciao. Okay, ich auch. 3, 2, 1.
Was, geht schon los? Ja. Nein, fang einfach an. So, ja gut, also, okay. Ich mach eine Struktur zu dir. Warte, einen Moment. Okay, also. 3, 2.